Im eigentlichen Sinne mache ich zwischen Mensch und Tier keinen Unterschied. Ich habe irgendwann aufgehört, Fleisch zu essen, weil ich einfach darüber nachgedacht habe, was da eigentlich bei mir auf dem Teller liegt. Der zweite Grund war der, dass ich einfach es nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren konnte, dass Tiere dafür sterben müssen, dass ich meinen Hunger stillen kann. Es geht genauso gut mit anderen Lebensmitteln und ich lebe eigentlich ganz gut damit. Also Pelzmäntel, Lederjacken und solche Dinge, das ist für mich in keinster Weise nachvollziehbar, wenn das Leute tragen möchten, um irgendwie der Mode zu folgen. Ich finde, es gibt genug andere Möglichkeiten, modisch umherzugehen oder sich modisch zu kleiden. Jeder, der sich einen Hund hält oder der sich ein Haustier zulegen will, der muss sich darüber im Klaren sein, dass es eine Riesenverantwortung ist. Da ist kein Spielzeug oder irgendwas. Was ich nicht verstehen kann, ist, wenn man sich solche Exoten hält wie Schlangen, Echsen oder was weiß ich, die wirklich Wildtiere sind, die nichts in einem Terrarium oder in der Wohnung verloren haben. Mein Name ist Markus Walz, ich unterstütze Peter. Für mehr Informationen klickt einfach auf www.peter.de.